Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nix los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und wir sind hier heute am Mittwoch wieder einmal, jawohl, in Minecraft angelangt. Wir sind hier in meiner Welt. Beim letzten Mal haben wir ja hier einen Hühnerstall eingerichtet. Ja. Jetzt muss ich mal schauen. Was habe ich denn da Schönes? Ich habe hier Eisenspitzhacke, Steinschaufel, ja. Ja, die Weizenkörner, die könnte ich mal da wieder einverfrachten. Genau so wie den Weizen hier, das Zuckerrohr, Smaragd, das Ei geben wir auch noch ein. Ups. So, die Feder kommt hier rein, hier, ne? So, hier habe ich noch zwei Eimer. Nein, die Holzfalltüre kommt ja nicht rein. Habe ich hier überhaupt was zu essen bei mir? Moment. Habe ich irgendwo was zum Futtern? Schützling, Löwenzahn, Weizenkörner, Gurke, Feder, Zuckerrohr, Papier. Nö. Aber dann muss ich mal wahrscheinlich doch mal was zum Essen machen. Nö. So. Da haben wir dann das Brot hier. Ist zwar nicht so nahrhaft, aber dennoch, ne? Was haben wir da hier unten? Und gehen wir da mal das hier rein. Die Erde gehen wir rein. Die brauche ich nicht. Moment. Eichenholzbretter, die könnte ich noch brauchen. Bum, 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 bum. Da herüben haben wir dann die höherwertigen Sachen. Wie Redstone, Lapislazuli, Eisen und so weiter und so fort. Und noch ein paar Werkzeuge habe ich hier drinnen. Ist irgendwas im Ofen? Nein. So. Dann würde ich vorschlagen, wir machen uns daran, dass wir uns hier mal ein bisschen umschauen in meiner Mine, weil die habe ich euch ja auch beim letzten Mal noch nicht gezeigt. Das hier ist mein Gang zur Mine. Zack, 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 zack. Als ich hier das Spiel angefangen habe, war hier mein Startbereich sozusagen. Hier war meine Behausung, mein Unterschlupf. Und da habe ich mich dann hinuntergebuddelt. Mittlerweile habe ich ja auch ein besseres Haus. Ne? Ein schickeres. Welches ich natürlich gerne weiterbauen möchte. Aber wir schauen jetzt ja mal ganz tief hinunter. Ganz tief hinunter in die Mine. Oh. Ich brauche jetzt nur ungefähr 15 Minuten, bis ich unten bin in der Mine. So, hier kommen wir ans Ende der Fahnenstange. Hier sind wir am Ende. Das hier, die schwarzen Blöcke kann ich nicht abbauen. Ja, das hier ist das komplette Ende hier, ne? Um hier ein bisschen mehr Licht reinzubekommen, würde ich sagen,
Machen wir mal da. Nee. Wo will ich denn jetzt bauen? Ein bisschen springe. Springe, springe. Habe ich da genannt? Ah, da habe ich schon einen Gang angelegt gehabt. Gut. Dann wäre. Ich bin gerade noch am Überlegen. Eins, zwei. Das hier wäre der nächste Gang. So. Brauche ich da natürlich. Eins, zwei. Ja, ich mache hier ein bisschen Strip Mining, nennt man das ja, ne? Zwei Freilassen. Hier gehe ich mich dann wieder einbuddeln. Ja, ich bin hier ganz komplett fasziniert natürlich, ne? Nächste Gang rein. Ja, alles vorbereitungsmäßig, ne? So, dann wäre das ja natürlich falsch und wäre dann. Hier unten natürlich zu buddeln. So. Nein. Das ist natürlich wieder falsch. Oder? Nein, nee, das passt schon. Wenn ich hier das hier zumache, habe ich genau hier meine Buddelzeugsachen. So. Unter dem hier, dann gebe ich den nächsten Gang da drunter, unter diesem Steinchen hier. Hier kommt ein Gang. Hier kommt da mal eine Fackel hin, damit ich ein bisschen was sehe. Dann kommt hier der nächste Gang. Hier der nächste. Dann kommt hier ein Gang. Ist alles nur Vorbereitung natürlich, ne? So, dann müsste ich da noch freilassen. Ja, das hätte ich eh schon getan, ne? Ich glaube, da oben hatte ich so einiges gefunden, was brauchbar war. So, ich habe hier einen Gang drunter. Das heißt, der Gang kommt mir hier, genau an dieses Eckerl hier, ne?
Jo. Jetzt hier mal einen Gang angelegt. 1 Tür freilassen. Dann kommt hier ein Gang angelegt. Und hier ein Gang angelegt. Hier sitzen wir. Und das hier ist Lava, was ich höre, meine Damen und Herren. Irgendwo ist da ein Lavasee wieder mal. Dann wäre hier der nächste Gang. Oh, Redstone. Redstone bearbeite ich ja natürlicherweise mit der Eisenspitzhacke. Oh, hätte ich jetzt nicht so weit runter brauchen. Da haben wir noch Granit. So. Ich mal Packerle her, damit wir was sehen. Jetzt ist meine Steinspitzhacke kaputt. Habe ich noch eine Steinspitzhacke bei mir? Nein. Ja, meine Damen und Herren, so schaut hier mein Gang aus. Den einzelnen Block, den lasse ich da natürlich jetzt nicht stehen. So, den nehme ich noch mit. Dann würde ich sagen, wir gehen hinauf. Über meine bereits angelegten Stufen hier. Ne? Das Einzige, was ich jetzt hier noch nicht gefunden habe, ist Gold. Weil mit Gold habe ich schon gefunden, aber nicht so viel. Ne? Weil mit Gold könnte ich dann hier auch spezielle Schienen erstellen gehen. Und dann könnte ich hier auch mal da in meine Basis mehr oder weniger hier was reinbringen. Nämlich eine So, machen wir zu. Eine, ja, Gondelfahrt, Dingsbums, da. So. Nehmen wir alles weg, was wir nicht brauchen. Redstone brauchen wir. Ah, na, da drüben habe ich es drinnen. Aber auch keine Spitzhacke. Sehr schön. Ja, brauche ich halt Steinchen. So. Na nö. Also, das ist Andesit. Na gut, mit Andesit kann ich nichts bauen. Wo ist denn der Stern? Bruchstein. Da haben wir einen. So. Bruchstein. So, da haben wir unsere nächste Eisenspitzhacke. Dann nehmen wir da noch ein bisschen das hier dazu. Machen uns noch eine Steinspitzhacke, ne? Für den Fall der Fälle. Und den Rest geben wir da rein in unsere Truhe hier. Inklusive den Stöckchen hier. So. Ja, dann würde ich sagen, war es das für den heutigen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, vergiss den Daumen nicht nach oben, Kommentare in die Kommentarbox nach unten und jetzt ganz wichtig, aufpassen bitte, und zwar hier links oben findet ihr jetzt mein Bildschirm,
Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, weswegen auch immer. Und hier unten, hier ungefähr, seht ihr ein Bild vom letzten Video eingeblendet. Wenn ihr darauf klickt, kommt ihr genau auf dieses letzte Video. Das war dann Project Highrise, Part Nummer 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Tschüss, Servus, Bye Bye, Ciao.